So, einmal dürft ihr raten, aus welchem Film-Soundtrack stammt diese Musik? Okay, ist natürlich viel zu einfach. Ihr wisst es, James Bond natürlich. Genauer gesagt ist das hier aus dem allerersten James-Bond-Film Dr. No aus dem Jahr 1962. Der Mann, der dieses ikonische Ding-Ding-Ding-Ding auf der Gitarre spielt, der heißt Vic Flick. Und der ist jetzt vor ein paar Tagen im Alter von 87 Jahren gestorben. Höchste Zeit, sich die Entstehung einer der bekanntesten Filmmelodien mal ein bisschen näher anzuschauen. Also stellt euch schon mal den Wodka-Martini kalt, geschüttelt, nicht gerührt, versteht sich. Hier ist der Popfilter am Samstag, den 23. November. Und mein Name ist Schenk, Gregor Schenk. Schönen guten Tag. So he scuffled off and came back with this theme, which was like da 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 di da da di da di da da. So anyway, John Barry got that, and then he said, "Come round the apartment." Went round there, and he was saying, "Well, can so we do it this far?" I said, "Yeah, yeah, but let's put the guitar down low and crash it out." You know, neither of us realised what it was going to be. I mean, it was just another session of a chance of John Barry getting some film work. You know, it's been with me now for what 50 years or something. I'm proud of it, and I'm proud to be associated with it. Das ist Vic Flick. Ihr hört ihn hier im Jahr 2015 im Gespräch mit einem Musikerkollegen über den wichtigsten Schritt in seiner Karriere. Die Arbeit am James-Bond-Titelsong. Victor Harold Flick wird 1937 in der englischen Grafschaft Surrey geboren. Ende der 50er Jahre spielt er in der Bobcourt Skiffle Group, danach bei den John Barry Seven. Die Band begleitet damals häufig britische Fernsehsendungen. Zu ihrem Repertoire zählt auch eine Komposition von Vic Flick namens Zapata. Mit der landen sie 1961 auch einen kleinen Hit im Vereinigten Königreich. Bandleader John Barry komponiert 1959 die Filmmusik für den Film Beat Girl. Schon darauf ist dieser charakteristische Twang-Gitarren-Sound von Vic Flick zu hören. ...1962 beauftragt dann die Filmgesellschaft United Artists den Komponisten Monty Norman, ein Thema für ihre neue Filmreihe über den englischen Spion James Bond zu schreiben. Und zwar eines, das so markant ist, dass man den Helden James Bond damit immer wieder identifiziert. Norman schlägt eines seiner älteren Stücke vor, Bad Sign, Good Sign, damals noch unveröffentlicht. 2005 erscheint es auf dem Album Completing the Circle. Und es klingt, naja, schon ein bisschen anders als das James-Bond-Thema. I was born with this unlucky sneeze, and what is worse, I came into the world the wrong way round. Pundits all agree that I'm the reason why my father fell into the village. Dass die Titelmelodie, so wie wir sie heute kennen, ganz anders klingt, das liegt vor allem daran, dass John Barry dieses Stück komplett umarrangiert. Dabei bedient er sich bei seiner Band und stellt die von Vic Flick gespielte Gitarrenmelodie so richtig prominent in den Vordergrund, mit diesem auffälligen, schweren Sound. In einem Interview aus dem Jahr 2021 mit dem Fachmagazin Guitar Player, da beschreibt Vic Flick die Bestandteile, die zu diesem spezifischen Klang führen. Das Plektrum, der Vox-Verstärker, die Aufnahme mit Orchestermikrofonen. Und nicht zu vergessen, das Zigarettenpäckchen, mit dem er Saiten und Tonabnehmer näher zusammendrückt. Danach ist Flick übrigens noch an weiteren James-Bond-Soundtracks beteiligt, unter anderem auch an dem von Shirley Bassey gesungenen Goldfinger. Und er arbeitet als Studiomusiker mit dutzenden anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, darunter Nancy Sinatra, Cliff Richards, Dusty Springfield und Paul McCartney. Eine ziemlich erfolgreiche Karriere also, die mit einem Film-Soundtrack ihren Anfang nimmt. So, jetzt hattet ihr aber genug Zeit, euch in den Smoking zu schmeißen. Hier ist John Barry zusammen mit dem Gitarristen Vic Flick und dem James-Bond-Thema. Unser Song des Tages im Popfilter.
John Barry mit dem James-Bond-Thema und diesem unverkennbaren Motiv, gespielt vom Gitarrist Vic Flick, der vor einigen Tagen gestorben ist. So, an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Detektor FM wird 15 Jahre alt und das feiern wir, und zwar am 28.11. im UT Connewitz in Leipzig. Es werden zwei Bands spielen, Umschatt ist mit dabei, Miga Martin werden spielen und wir eröffnen den Abend mit einem Podcast-Talk mit Ulf Burmeier von Lage der Nation. Das Team hinter diesem Podcast, dem Popfilter, wird dann natürlich auch am Start sein und wir würden uns riesig freuen, wenn wir mit euch dort auf eine Limo anstoßen können. Kommt gerne vorbei, 15 Jahre Detektor FM am 28.11. im UT Connewitz in Leipzig. Tickets gibt's jetzt bei Tix for Gigs. Packe ich euch auch noch einen Link in die Shownotes, also fühlt euch herzlichst eingeladen, das wird super. So, das war der Popfilter für heute. Beteiligt an dieser Folge waren Anke Behlert, Florian Drexler und ich, Gregor Schenk. Und ich sag danke fürs Zuhören und vielleicht ja bis bald.